wie du so ein cooles Akustikpanel an die Wand anbringen kannst, besser gesagt so ein Holzpanel oder so eine Holzverkleidung, das zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Um so ein Akustikpanel oder Holzpanel an die Wand zu bringen, brauchst du gar nicht viel Werkzeug und es ist wirklich viel, viel einfacher, wie es ausschaut und am Ende hast du einen richtig großen Wow-Effekt, wie du jetzt hier im Hintergrund sehen kannst. Wir haben noch eine Beleuchtung eingebaut und wie du das Ganze machst, das zeige ich dir jetzt. Das Holzpanel Studioline wurde uns von der Firma Ladenburger zur Verfügung gestellt. Es gibt einmal Studioline Solo und einmal Studioline Plus. Die beiden Akustikpaneele unterscheiden sich von der Dicke. Studioline Solo haben wir jetzt hier für unser Projekt verwendet und Studioline Plus könnt ihr beispielsweise verwenden, um noch mehr Dämmung zu erzielen. Das Ganze basiert auf einem Feder- und Nut-Prinzip, sprich ihr könnt das Ganze zusammenstecken. Die Dekore, besser gesagt das Furnier, gibt es in unterschiedlichen Furnieren. Wir haben jetzt hier rechts im Bild Eiche und einmal links im Bild Fichte. Und so schaute David seine TV-Wand vorher aus, ziemlich schlicht und kahl, würde ich sagen. Und das wollen wir einfach ändern mit dem Studioline Solo, diesen Akustikpanel in Eiche Hell. Und wir haben uns überlegt, wir machen das ungefähr bis Mitte zum Fernseher und dann einmal rum um die Ecke. Auf der rechten Seite bringen wir nochmal eine Wandlampe an. Den Fernseher bringen wir nochmal an die Wand an. Wie du das Ganze machen kannst, das zeige ich dir jetzt. Da dieses Holzpanel an die Wand angebracht wird, müssen wir uns um eine Unterkonstruktion kümmern. Dafür zeichne ich mir mit einer Wasserwaage drei Hilfslinien an, die natürlich in Waage sein sollten. Und daran kommt eine Konterlattung angebracht. Das sind Leisten, die ich mir auf dicke gehobelt habe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Unterkonstruktion hier schaffen, denn wir müssen die Holzpaneele festschrauben an den Leisten. Und die könnt ihr gleichzeitig nutzen, um eure Kabellage zu verstecken, wenn ihr das Ganze beispielsweise beleuchten wollt. Und hier ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr beispielsweise Rohre habt oder irgendwie im Gartenbereich Rohre, Kabel verlegen wollt, es gibt ein Kabelgleitspray von Presto. Dieses kann ich dir wärmstens empfehlen, findest du unten in der Videobeschreibung. Die Konterlattung wird ganz einfach mit drei oder vier Schrauben ungefähr alle 80 cm an die Wand gedübelt. Da kann ich dir nochmal empfehlen, das Ganze vorweg mit einem Multimeter zu prüfen. Beispielsweise hier von Bosch, das liegt um die, ich glaube, 50 Euro. Und das zeigt dir einfach an, ob in den Wänden Leitungen sind, Wasserleitung, Stromleitung und damit es dann nachher keine böse Überraschung gibt. Das Ganze wird dann ganz einfach gedübelt. Wie ihr einen Dübel setzt, das weiß der oder weiß wahrscheinlich jeder von euch. Das erste Holzpanel wird dann von innen nach außen gesetzt und das muss natürlich akkurat im Lot sitzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten sitzt eure Holzpaneele nachher schief. Jetzt sitzt schon das zweite Brett und dann das dritte und vierte. Und wie das Ganze befestigt wird, ist ziemlich einfach. Es gibt so kleine Krampen und die werden in die Federnut reingeschoben und die dann mit einer Schraube fixiert. Sprich, wir haben drei Krampen auf 2,50 Meter Höhe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch mehrere Konterlattungen oder Leisten setzen, je nach Bedarf. Aber ich empfehle euch hier bei dieser Höhe 3 bis 4 Leisten. Jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Ich habe mich hier wieder für eine Wandbeleuchtung entschieden. Die hatte ich auch schon damals im Schlafzimmer verwendet, nur in Gold. Für unser Kopfteil, da haben wir auch Akustikpanel verwendet. Und das Ganze geht ziemlich simpel. Lampe angehalten, angezeichnet, mit einem Forstnerbohrer ein 20er Loch gebohrt. Im Übrigen könnt ihr auch so mit einem Kreisbohrer Steckdosen ausbohren. Also das Ganze lässt sich wirklich sehr, sehr leicht bearbeiten. Dann die Lampe oder den Lampenhalter festgeschraubt, die Lampe montiert und fertig. Zur einzelnen Verdrahtung gehe ich nicht so wirklich drauf ein. Ja, ihr wisst, Strom ist lebensgefährlich. Wenn ihr davon nicht so wirklich Ahnung habt, dann lasst es bitte von einem Fachmann machen. Ganz, ganz wichtig. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Ihr könnt dann den Abschluss könnt ihr so lassen, wenn ihr wollt. Sprich, ihr habt nachher die Möglichkeit, eventuell dort eine indirekte Beleuchtung zu setzen. Oder ihr nehmt dort nochmal eine Abdeckleiste in Weiß oder in Eiche, je nachdem. So schaut das Ganze dann aus.
Im Idealfall sollte oben auch eine Lampe sein. Die hat aber mein Bruder David vergessen zu bestellen. Und das Tolle daran, das sind Philips Hue-Lampen. Die können wir per Smartphone oder per Alexa etc. pp. Steuern. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr toll, denn wir können jetzt hier die Farbe einstellen, kaltweiß, warmweiß und dann nochmal die Prozentzahl, wie hell das Ganze sein sollte. Ihr seht jetzt oben, haben wir ein bisschen Abstand gelassen zu einem, damit das Ganze auch schön akkurat gerade ausschaut, denn die Decke kann ja auch mal schief sein oder der Boden. Und zum anderen, weil wir eventuell vorhaben, zum Schluss nochmal dort eine indirekte Beleuchtung zu setzen. Und nun kommt nochmal ein kleines Highlight. Wir werden David seinen Fernseher, sein TV-Flachbildfernseher an die Wand setzen. Und er freut sich schon mega darauf, denn dadurch hat er viel, viel mehr Möglichkeiten. Er kann den Fernseher raus bzw. rein in den Raum schieben. Er kann nach links schwenken, nach rechts schwenken. Und das Ganze sieht noch ein bisschen edler aus, ein bisschen luxuriöser. Und mit dem Farbspiel, mit der Wandbeleuchtung und mit dem Fernseher zusammen macht das wirklich eine Menge her, wie ich finde. Oder was meint ihr? Also hier ist der Vorher-Effekt und jetzt der Nachher-Effekt. Ich denke, es kann sich sehen lassen. Im Übrigen, das Kabel links, das wird noch versteckt. Ich hoffe, dir gefällt. Von David. Abonniert unbedingt den Kanal MR Handwerk auf YouTube. Genau so ist es. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gib dem Video unbedingt einen Handwerker-Daumen nach oben, damit andere Zuschauer auch sehen, dass dir dieses Video gefallen hat. Ja, und ich werde jetzt aufräumen und mich um das nächste Projekt kümmern. Wenn du unbedingt wissen willst, was ich für Werkzeug habe, meine ganzen Werkzeuge, findest du unten in meinem Mr. Handwerk-Shop. Das ist so eine kleine Seite auf Amazon. Kannst du dir mal anschauen, da ist all mein Werkzeug gelistet. Ob Kamera-Equipment, ob Tischkreissäge, Kappsäge, ob Studioleuchten, ob Lampen, ob Autozubehör. Du findest wirklich alles dort, von A bis Z. Ja, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Sebastian auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ciao. Alexa, im Badezimmer Licht aus. Badezimmer unterstützt das nicht. Da war ja klar. Alexa. Alexa, Wohnzimmer aus.